Jetzt geht's los mit dem NRZ Talk. Gute Unterhaltung wünscht Ihre NRZ. Ja, herzlich willkommen, liebe Fortuna-Fans, zum vierten NRZ-Talk dieser Saison. Viertes Heimspiel, vierter Heimsieg. Ich glaube, auch wenn es zwischendurch ein bisschen gehakt hat, steht am Ende wieder ein überzeugender Sieg der Fortuna und besser konnte es bisher wohl nicht laufen. Ich darf zum heutigen Talk den Düsseldorfer Neuzugang Tobias Levels und Johannes Vandenberg begrüßen und würde gerne mit Tobias Levels anfangen. Ich glaube, Herr Levels, wenn ein Fußballer neu zu einem Verein kommt, möchte er natürlich von Anfang an spielen. Insofern ist die Frage vielleicht ein bisschen ketzerisch. Hat es Ihnen trotzdem Spaß gemacht, heute Ihrer neuen Mannschaft zuzuschauen? Ja, ich habe ja gesagt, die Mannschaft hat einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt und der Trainer hat da keinen Druck gehabt, jetzt direkt was zu ändern. Ich hab da Geduld, es hat trotzdem Spaß gemacht heute. Die Stimmung war, denke ich, sehr gut. Es war alles drin in dem Spiel, was der Fußball zu bieten hat. Und am Ende steht ein 4:2 und 3 Punkte, das ist die Hauptsache. Nun haben Sie ja in Gladbach auch große Fußballstimmung erleben können, auch als aktiver Spieler. Haben Sie jetzt irgendeinen Unterschied festgestellt zu den äußeren Bedingungen oder haben Sie das Gefühl, hier in Düsseldorf ist die Stimmung mindestens genauso gut wie in Mönchengladbach? Ja, ich glaube, die Stadien, die ähneln sich schon und die Fankultur kann man auch vergleichen. Ich denke, die Stimmung ist ähnlich enthusiastisch. In Gladbach sind dann vielleicht noch ein paar Zuschauer mehr, aber das wird sich in Düsseldorf vielleicht nächstes Jahr auch ändern, wenn es eine Liga höher geht. So optimistisch sind Sie auf jeden Fall. Haben Sie denn die Hoffnung, dass Sie auch nächstes Jahr noch bei Fortuna sein werden? Sie sind ja nur ausgeliehen bis zum Saisonende. Ja, dazu möchte ich mich nicht äußern. Das sind 10 Monate und danach schauen wir weiter. Herr Vandenberg, Sie haben heute sicherlich erleben müssen, dass das Spiel nach 20 Minuten so einen kleinen Riss bekam. Ich meine, der Start war ja fast phänomenal. Die beiden roten Karten, hatte man den Eindruck, haben eher Fortuna geschadet. Hat man in der Mannschaft irgendwie gespürt, dass jetzt irgendetwas schief läuft vorübergehend? Nee, das würde ich nicht sagen. Also natürlich war es so, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind. Dann hat Karlsruhe einen Platzverweis gehabt, sodass das Ding eigentlich schon fast gegessen war nach 25 Minuten. Aber ja, so ist es im Fußball nun mal. Dann war eine unglückliche Situation für uns und wir verlieren auch einen Mann. Das ist dann immer so, dass dann die nächsten 2-3 Minuten man sich erstmal wieder ordnen und sammeln muss. Aber ich denke, das haben wir gut hinbekommen und wir haben dann viel auf Ballbesitz gespielt. Ich meine, wir waren 2-0 in Front. Der KSC musste aktiver werden. Haben sie nicht gemacht, sie haben uns nicht gestört, sodass wir eigentlich auch keinen Anlass gesehen haben, mit zu viel Risiko in die Spitze zu spielen, sondern haben eigentlich versucht, den Ball in unseren Reihen zu halten. Hat man in der Pause nach dem Anschlusstor der Karlsruher geglaubt, es könnte jetzt nochmal eng werden? Der Trainer hat ja auch ein bisschen mehr auf die defensive Karte gesetzt für die zweite Halbzeit. Ja gut, ein 2-1 ist immer eine enge Kiste, aber dafür haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Natürlich haben wir nochmal geschaut, haben uns gesammelt in der Halbzeit. Der Trainer hat dann taktisch gewechselt oder hat umgestellt und ich denke, das war der richtige Schachzug und wir sind auch dann in der zweiten Halbzeit auch völlig verdient dann mit 4-2 als Sieger vom Platz gegangen. Wenn Sie die ersten 7 Spiele vielleicht mal Revue passieren lassen, gibt es da gewisse Unterschiede? Kann man sagen, heute war vielleicht doch das leichteste Heimspiel oder sieht man das als Spieler anders? Nee, man musste wieder genauso viel reinwerfen wie auch in den Spielen zuvor. Ich denke, dass wir jedes Mal an unsere 100% Leistung gehen müssen, jeder Einzelne. Nur dann sehen wir gut aus und es ist uns heute gelungen. Aber wir hatten wieder viel zu investieren. Das Wetter ist für die Zuschauer schön, für uns dann oftmals weniger. Aber gut, da mussten beide Mannschaften mit klarkommen. Ich denke, wir haben es ganz gut gelöst. Tobias Levels, Sie haben ja die zweite Liga sicher unter anderen Gesichtspunkten noch vor ein paar Monaten gesehen. Aber Sie werden sich über die Gegner ja auch informiert haben. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Niveau der zweiten Liga, gerade so am Anfang und auch im Hinblick der Ambitionen der Fortuna, sicherlich in der Spitze mitzuspielen? Ja, zwischen der Spitze der zweiten Liga und der ersten Liga liegen immer nur Nuancen, Details, die den Unterschied ausmachen. Ich bin hier hingekommen und habe gesagt, dass die Fortuna große Qualität hat. Dieser Nimbus, den man jetzt hier in den letzten Spielen zu Hause auch gerade gesammelt hat, der kommt nicht von ungefähr. Man ist, glaube ich, in der Lage, jede Mannschaft in der Liga zu schlagen. Gerade zu Hause zeigen wir das, denke ich, immer wieder und deswegen kann man davon sprechen, dass man ambitioniert ist, ganz oben mitzuspielen. Wozu es am Ende reicht, wird man dann sehen.
Nun, wenn man in eine relativ gut eingespielte Mannschaft kommt, wie die Fortuna, die, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal mit derselben Besetzung aufgetreten ist, ist es sicherlich für einen Neuen nicht ganz so einfach, sich dort einen Platz zu haben. Haben Sie trotzdem den Optimismus, oder der Trainer wollte Sie ja wohl unbedingt auch haben, dass Sie auch in diese eingespielte Mannschaft irgendwann Ihren Platz finden werden? Ja, das hängt ja nur bedingt von mir ab. Ich werde meine Leistung im Training tagtäglich bringen, und was der Trainer dann entscheidet, das hängt ja nicht an mir. Wenn Sie jetzt auf das Programm der nächsten Wochen hingehen, von dem Heck, man muss ja jetzt inzwischen schon sagen, nach 7 Spielen hat die Tabelle gewisse Konturen. Nach hinten, sage ich mal, ist man ja komplett abgesichert, und die Spitzengruppe ist sehr eng beieinander. Jetzt kommen die Spiele in Aue und Cottbus. Glauben Sie, dass man jetzt schon sagen kann, dass Fortuna sich doch dauerhaft oben festsetzen kann? Ja, die Tendenz, denke ich, geht in die Richtung. Wir sehen jetzt, was möglich ist, dass wir auch schon gegen gut, qualitativ sehr gute Mannschaften gespielt, bestanden und auch gewonnen haben. Und gut, jetzt haben wir gesehen, was möglich ist, und jetzt liegt es eben an uns, das Woche für Woche, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass man gar nicht zu weit in die Zukunft guckt. Wir müssen jetzt sehen, dass wir am Freitag versuchen, dann nochmal unseren ersten Dreier auswärts auch nachzulegen. Worauf führen Sie denn zurück, dass die Mannschaft so eingespielt ist und dass im Grunde kaum Änderungen vorgenommen wurden? Gut, jetzt kann man sagen, kein Verletzungspech, aber dass man so oft mit derselben Mannschaft auflaufen kann, ist ja im Profifußball ungewöhnlich. Ja gut, dass wir eingespielt sind, das zeigt eben, dass die Verantwortlichen, glaube ich, ein ganz gutes Gespür hatten für Neuzugänge und für Spieler, die irgendwo einen Platz unter den ersten 15 Leuten, 18 Leuten gefunden haben. Wir haben letztes Jahr mit fast der gleichen oder identischen Mannschaft gespielt, wurden punktuell noch verstärkt, und der Konkurrenzkampf ist groß, und das führt eigentlich nur dazu, dass jeder dann eben auch an sein Leistungsmaximum gehen muss, um eben zu spielen. Das fördert, und man sieht es eben auch an den Ergebnissen, dass es ganz gut läuft. Der Konkurrenzkampf, das Stichwort ist groß, Herr Levels. Wie sind Sie denn bei Fortuna aufgenommen worden, wenn man so mitten in der Saison kommt? Ich meine, manche Stammspieler werden in Ihnen natürlich auch eine Konkurrenz sehen. Ja, ich habe das gesagt, ich kannte viele Spieler persönlich schon vorher über ein Jojo von verschiedenen Abenden, und deswegen war das für mich absolut kein Neuland. Das ging sehr schnell, und ich denke, der Prozess ist auch schon abgeschlossen. Sie vermissen jetzt im Moment nichts, sagen wir so, mit Dolok. Schauen Sie immer noch heute Nachmittag, wie Borussia Mönchengladbach spielt, oder ist das Thema jetzt erstmal abgehakt? Mit Sicherheit werde ich mir das anschauen. Und Herr Vandenberg, wenn man eine Prognose ist immer schwer, vor allen Dingen, wenn es sich ja um kommende Spiele handelt, wie man so schön sagt. Wo würden Sie Fortuna am Ende der Vorrunde sehen? Gut, das wird man dann sehen. Also da würde ich nicht hier sitzen, wenn ich das jetzt vorausschauen könnte. Ich denke, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben die Qualität, gute Spiele abzuliefern, erfolgreich zu spielen, und dann werden wir dann von Woche zu Woche sehen. Welche Mannschaft hat Sie denn vielleicht von den Konkurrenten oder von den möglichen Konkurrenten bisher am meisten überrascht? Gut, ich denke, dass das gar nicht in meinem Interesse ist, über andere Mannschaften zu urteilen. Ich denke, dass genug Mannschaften da sind, die eine ähnliche Qualität haben, die auch in der Lage sind, Fußball zu spielen. Das zeigt die Tabelle allmählich, wer da einen ganz guten Start hingelegt hat. Aber die Saison ist noch so lang, und wir müssen auf uns schauen und gucken, dass wir da optimal am Ende abschneiden. Nun hat man ja die ersten 4 Heimspiele mehr oder weniger souverän gewonnen. Auswärts gab es 3 Unentschieden, wo zumindest mal in jedem Spiel auch eigentlich, glaube ich, mehr drin war. Will man jetzt endlich auswärts auch mal den Bock umstoßen und vielleicht mal einen Dreier holen? Ja klar, das ist jetzt das Ziel für Freitag, deswegen fahren wir da hin. Aber so sind wir auch die letzten Spiele angegangen. Ich denke, die Tendenz ist absolut positiv, dass wir uns auswärts auch stabilisiert haben, dass wir so viele Chancen kreieren, dass wir eben auch die Spiele gewinnen hätten können. Da gilt es jetzt anzusetzen und versuchen dann da auch mal nachzulegen. Ja, liebe Fortuna-Freunde, ich glaube, es ist genug gesagt, und wir sind uns alle einig, dass wir vor einer guten Saison stehen, und wir hoffen, dass die Spieler ihre Erwartungen erfüllen. Und Tobias Levels. Danke. Dankeschön. Das war der NRZ Talk. Alles Weitere zur Fortuna lesen Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer NRZ. Bis zum nächsten Mal.